Wir sind Tanja und Malte und wir erzählen euch heute, wo wir langfahren. Ganz genau. Wir sind jetzt momentan in Nürnberg und fahren heute bis Neustadt an der Aisch. Und unser erster Halt wird aber Erlangen sein. Bis später. Schneller als der Zeitplan es zulässt. Disziplinierteste Gruppe ever. Geil. Top. Wie am Schnürchen läuft. Wir sind jetzt hier angekommen in Erlangen nach einer ruhigen Fahrt am Fluss entlang. Erlangen ist meine Heimatklinik, in der ich damals behandelt worden bin. Und deswegen sind hier einige Erinnerungen für mich, die heute aufkommen. Genau. Später fahren wir dann weiter nach Markgrimmskirchen, wo unsere nächste Rast sein wird. Aber vorher erzählen wir noch mal etwas genauer sozusagen die Geschichte, dass Tanja ja auch hier behandelt wurde und dass wir alle irgendwo in so einer Klinik behandelt wurden. Und die Geschichte mit dem Regenbogen, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, hört euch den Song nochmal an. Aber um so ein bisschen Regenbogenfahrtsfeeling mitzubringen, gibt es ein Foto. Okay. Mit tatsächlich allen 50 Fahrern, deshalb ist es aber eine Fotokollage. Genau, in der Strecke. Cool. Ja, ich würde es Ihnen einmal mitgeben für die Station. Ich gehe dann direkt immer im Anschluss innen rein, während ich Sie dann von oben wahrscheinlich vom Balkon einmal sehe. Ja. Und von oben runter springen Sie mit dem. Genau, dann freuen wir uns natürlich, dass auch die Elterninitiative da ist, dass wir, ja.
wir haben Schnürchen. Der Regentanz hat hervorragend funktioniert und gleich sind wir auch schon im Markt entgegen und sind gespannt, welche Örtlichkeit uns dort erwartet und was für Begegnungen vielleicht auch mit den Personen vor Ort. Dass Sie vielleicht auch die Geschichte erzählen, Sie können ja dazu, jeder Mensch, der Mut braucht, ja, ob durch Krebs, ob durch Herzinfarkt, ob durch Behinderung, ob durch Rollstuhl, egal, wer diesen Mut braucht, soll sich einfach in diesen Rängen bringen. Danke, dass wir da sein dürfen und Ihnen viel Kraft und alles Gute. Danke. Wir haben uns jetzt hier in Markt Emskirchen noch einen Tee hintergekippt und ein Eis reingepfiffen und jetzt geht's gestärkt weiter. Genau, unsere letzten 10 Kilometer führen uns heute nach Neustadt an der Aisch. Es wird noch mal ein bisschen hügelig werden, ein bisschen rauf und runter, aber ihr seht im Hintergrund, wir sind eigentlich alle topfit und von daher wird uns das nichts anhaben. Wir sind gespannt, was uns in Neustadt an der Aisch direkt am Hotel erwartet. Schauen wir mal. Letzte Etappe hinter uns, sind jetzt alle heil angekommen, hatten ein paar spannende Etappen durch den Wald, bergab, Offroad, alles dabei. Und jetzt steht für uns heute nur noch eins auf dem Plan und das ist Abendessen. Ganz genau. Und ein paar von euch haben vielleicht auch bei der Foto schon ein Video gesehen. Und da waren wir schon hier bei diesen herrlichen Zitronenbäumen. Jetzt haben wir hier was ganz Besonderes. Dieses Exemplar, wenn ihr euch das mal anschaut, das ist im Prinzip eine Peperoni-Zitrone. Also das sieht aus wie eine Zitrone, aber es sieht auch irgendwie aus wie eine Peperoni und es ist gelb und grün und dieses ganze bunte Durcheinander sozusagen ist das gleiche bunte Durcheinander wie auf dem Trikot. Also passender könnte es eigentlich kaum sein, der Empfang hier. Wir hoffen natürlich, zum Abendessen gibt es was anderes, außer Zitronen. Ich glaube aber, das sollte klappen. Also, bis dann. Ciao. Ciao.